Hallo alle zusammen, so, da bin ich wieder. Heute holen wir uns den nächsten Burgerchip, den bei den roten Ameisen im Hügel. Ganz genau, so sieht das aus. Jo, ihr zwei, wollen wir los? Ja, wollen wir. Ja, alles klar. Rex, ihr könnt euch ja nebenbei auch mal selbst vorstellen. Ich bin die Hoops. Hey, Mr. Ant. Hier ist Pete. Ihr könnt mich auch Peter nennen. Ja. So, Moment. Ja, hey, lass uns die hier erstmal was machen. Okay. Komm, komm. So, eigentlich von der Sache an sich keine schwierige Sache hier. Nur, die sind natürlich auch ganz schön lästig. Aber mit der Strichmückennadel haben wir den Vorteil, dass unser Leben wieder aufgefüllt wird. Das heißt, nicht so schlimm. Ah, verteidigen wir auch nicht schlecht. Ah, Marcel? Ja? Wo bist du? Beim Bürgerschiff. Wieso? Weil ich schon weiß, wo er war. Ist doch schön, dass du das weißt. Ist aber ein totaler Fail, das ist klar, oder? Nein, ich dachte, doch hinter mir. Ja, wir haben hier 1000 Ameisen. Ameisenbau. Was? Ja, ich glaube, ich hol mal mit. Dann habt ihr ein bisschen weniger. So. Das wäre cool, wenn du nicht vorgerannt wärst. Ah, scheiß Ausdauer. Ah, ist ja gut. Das bringt halt nichts. Okay, wollte ich nur sagen. Wieso? Also, ich würde einfach reinlaufen. Ich glaube nicht, dass sie weniger werden. Doch. Die werden auf jeden Fall weniger. Also mit der Stechmückennadel, wenn er die hat, dann kommt er damit eigentlich auch super alleine klar. Dauert eben halt nur ein bisschen länger. Jetzt sind wir halt zu dritt. Und dementsprechend, naja, warum wir nicht. Außerdem, die Ameisenteile brauchen wir ja sowieso. Das heißt, ihr könnt es auch super gebrauchen, weil wenn ihr nämlich aus den roten Ameisen euch die Rüstung baut, könnt ihr sogar in den Ameisenbau rein, ohne dass die euch überhaupt bemerken. Ja, ist ja gut. Also ihr seid schon nah richtig. Ja, bitte? Ihr seid auf jeden Fall schon in der richtigen Richtung, man hört euch. Ja. Blablabla. Ja, ich weiß, es rückt hier, komm her, du blödes Vieh. Ich hätte vielleicht vorher was essen sollen noch. Warum hack ich da jetzt weiter drauf rum? So, ich. Nur weil ich nach Essen geguckt habe. Klasse. Ja, hier unten haben wir ein bisschen was essen. Wie bitte? Hier unten haben wir ein bisschen was Bestand aus Essen. So, ich wiesel mich mal hier durch die ganzen Leichenteile. Ja, hast du hier noch einen Weg von mir auch. Das wird den Göttern nicht gefallen, was wir mit dem Ameisenbau hier angestellt haben. Ach doch. Ach, ja. Darfst du vergessen. Sicher. Gott ist wie ein kleines Kind. Er sitzt mit der Lupe und brennt hier Löcher mit der Sonne rein. Ach so, na dann. Ja. Vielleicht sollten wir mal die Laterne benutzen. Genau. Champion of the Sun. Die habe ich nicht ausgerüstet, also muss ich die so benutzen. Okay. So, mal gucken, wo steckt da denn? Ja. Ah. Okay. Oh, wir sind da auch mal eingetroffen. Ja. Ah, das Ganze dauert ja nun nicht allzu lange. Der Marcel wollte uns mal seine feuchte Höhle zeigen. Seine feuchte Höhle? Nein. Die kennst du schon. Oh Mann, ja, was für eine... Die hat mehr Gänge, als mir lieb sein mag. Ja. Kann sich hier, glaube ich, auch super drin verlaufen. Genau zu sagen, man kann. Oh, halt. Urwissenschaft.
Da muss ich erstmal hin. So, pure Wissenschaft habe ich auch eingesackt. Oh, mal gucken, wo bist du? Wo seid ihr? Warte. Ja, guck doch. Ja, ja, ich gucke doch. Komm zu. Hallo. Da liegt er, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. So, da haben wir ihn. Nice. Ja. Oh, cool. Komm. Ich nehme noch ein bisschen Minze mit. Ja. Was? Wir müssen uns essen. Warum essen? Ja, du hast gesagt, du brauchst essen. Nein, ich habe doch, hab doch gerade gegessen. Ich habe. Okay. So, ich aber hab, hier unten haben wir noch Bienenrüstung. Ich glaube, das hast du gerade gar nicht mitgekriegt. Ne? Was? Bienenrüstung? Ja, doch, ja, die liegt hier irgendwo rum. Ja, ja, ja. Ja, hier, da hat der Brustpanzer. Ja, ja, genau, bei dem Skelett. Richtig. So, und dann mir einfach nach. Ja, die anderen Teile. Ich glaube, einen Teil davon hatte ich damals nicht gefunden. Na, dann machen wir das gleich mit. Okay. Oh, dachte ich mir. Wenn wir schon hier sind. Ja. Ich meine, immerhin sind wir jetzt hier schon durchgerockt. Moment, wo seid ihr? Hä? So, aber den Gang folgen. Aha, der hat eine Abbiegung. Nee, ich sehe euch gerade wirklich nicht. Wo seid ihr? Ach, da. Wie soll man sich denn da verlaufen? Einfach den Gang nachgehen. Ich hätte auch rechts gehen können, dann wäre ich nicht einfach den Gang nachgegangen und dann hätte ich Probleme gehabt. Ja, aber dann dein Problem. Jo. Definitiv. Ah, definitiv. So, so. Oh, ich sollte vielleicht, ja, tauschen. Besser. Hä? Nein. So, Moment, hier war doch irgendwie auch noch... irgendwie muss man doch hier sogar noch einen Stein wegkloppen, glaube ich. So. Da war doch was. Hier auch. Ah, deswegen habe ich das wahrscheinlich nicht gefunden. Hey, ich komme da nicht hoch. Wobei. Jetzt. Genau. So. Jo, und hier gibt es das zweite Teil? Yep, das ist der Kopf. Was? Achso. Der Kopf, der da oben ist. Ja, 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 ja. Also, hey, so, Rüstungshelm. Hier haben wir noch einen Scap. Hey, geil. Also. Jo, steck mal ein. Weil ich habe nämlich. Oh, nochmal pure Wissenschaft. Gleich mal eingesackt hier. Ah, die und blöde Arme. Hier haben wir die Beine. Ja, Tatsache. Beine. In der Tat. Ups. Muss mal gucken. Ich glaube, mein. Ja, mit den ganzen Ameisen ist alles voll jetzt. Alles oh, voll. Da sind ja. Was ist das? Was sind das hier für Haare drum? Ja, nicht rasiert, würde ich sagen, oder? Und für alle, die diesen Raum hier eher finden als den Burgership, hier unten runter ist der Burgership. Jo. Also, ab ins Loch, zack, fertig. Genau. Jo. Und würde ich sagen, dann können wir auch gleich wieder rausmarschieren hier. Okay, Leute, super. Hat super geklappt, ging relativ schnell. Klar, wenn man alleine ist und ihr habt die Ameisenrüstung, die rote. Dann braucht ihr euch noch nicht mal hier mit den Ameisen rumärgern. Dann lauft ihr einfach rein und gut ist. Wenn ihr das aber noch nicht habt, dann... Ja, einfach so wie wir es jetzt gemacht haben. Alles kaputt kloppen. Ein bisschen dauern. Setzt am besten einen Spawnpunkt, also schnell ein Zelt aufgebaut. In der Nähe für den Fall das. Man kann ja nie wissen. Ja, und dann ab dafür sozusagen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao mit V. Tschüss.